Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben 4 Anträge zur Personalentwicklung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin eingebracht und wollen heute darüber reden. Die Anträge sind einerseits die logische Folge aus unserem im August vorgestellten Personalentwicklungs- und Personalbedarfskonzept und andererseits aber ein Alarmzeichen gegenüber den folgenlosen Senatskonzepten. Denn was wir dort finden, ist, wie ich finde, in jeder Hinsicht bemerkenswert, weil es erstens höchst unterschiedliche Aussagen und Handlungsnotwendigkeiten, also Aussagen, die sich diametral widersprechen, unkommentiert nebeneinander stehen lässt. Zweitens keine Linie, kein Konzept, kein einheitliches Agieren und erst recht keine Meinungsführerschaft erkennen lässt. Und drittens Personalgewinnung allein auf Ausbildung reduziert wird, für viertens konkrete Problemlösungen nicht mal über den Tellerrand nach Brandenburg geschaut wird, fünftens alle notwendigen Entscheidungen vertagt oder als nicht existent deklariert werden und sechstens die Probleme zum Teil richtig beschrieben, aber ohne Folgenmaßnahmen, Initiativen, Entscheidungen bleiben und siebtens damit eine Problemlösung, die dringend notwendig wäre, nur vorgegaukelt wird. Was bedeutet das im Einzelnen? Aus Oppositionssicht könnte ich natürlich froh sein, dass so krass meine Ausgangsthesen in den vorliegenden Senatspapieren bestätigt werden. Aber ich will hier für die Linke sagen, dass wir ein sehr starkes Interesse an einem guten, gut ausgestatteten öffentlichen Dienst haben, der sich auch in den Aushandlungsprozessen mit Dritten gut aufstellt und klug agiert, der genügend motiviertes Personal hat, das auch an ausreichender Zahl und an der richtigen Stelle arbeiten kann und will. Und deshalb verbinden wir unsere Anträge auch mit der Senatskritik. Und schauen wir uns doch diese Anträge mal, diese Konzepte des Senates mal genauer an. Dort steht dann, übrigens mit 2 Monaten Verspätung, deshalb war der Erwartungsdruck dann auch noch ein bisschen höher, der phänomenale Satz: Die laufende Personalplanung des Senates zielt insgesamt auf einen aufgabengerechten Personalabbau ab. Der soll in angemessener Weise die Arbeitsfähigkeit auch in Zukunft sichern und das will der Senat mit Aufgabenkritik gewährleisten. Aha, was heißt das dann? Und in bemerkenswerter Offenheit schreibt er diesen Satz und legt dann dem Konzept 3 Anlagen bei, die genau das Gegenteil sagen. Das will ich an der Stelle, weil das würde so klingen, als wenn sich das die Opposition ausgedacht hat und zugespitzt hat. Deshalb will ich es nochmal so genau an den Anlagen hier referieren. In der Anlage 1 gibt also jede Hauptverwaltung für sich Auskunft darüber, ob sie den Personalabbau bis 2016 schaffen. Und? Ja, also 3 Verwaltungen schaffen es wohl. Darunter sind, was die Personalzahl betrifft, 2 eher niedliche Verwaltungen und die Finanzverwaltung. Und an der Stelle wird dann auch noch mal nach Aufgabenkritik gefragt. Ich erinnere noch mal, sollte ja das Hauptinstrument sein, um trotz wachsender Stadt weiter mit Personalabbau klarzukommen. Aufgabenkritik wurde gefragt und alle Verwaltungen, alle Hauptverwaltungen sagen, Aufgabenkritik und darüber Personalreduzierung? Fehlanzeige. Dazu können wir nichts sagen. In der 2. Anlage wird dann gefragt, liebe Hauptverwaltung, was stellt ihr euch denn vor bei den ausscheidenden Personalkräften in euren Verwaltungen? Wie viel müssen denn nachbesetzt werden? Ja, das Ergebnis ist eindrucksvoll. Annähernd 100% müssen nachbesetzt werden. Also auch hier keine Aufgabenkritik, keine Personalreduzierung und erst recht kein Personalabbau. In der 3. Anlage wird dann gefragt, was habt ihr denn für einen zusätzlichen Bedarf an Personal ab 2016, also für 2016 bis 2020. Bemerkenswert, hier wird ganz detailliert argumentiert, dass man natürlich mehrere 100 Stellen mehr braucht im öffentlichen Dienst. So, also was heißt das? Der Senat macht also folgende Rechnung auf. Er sagt, mehr Personal und noch mehr Personal ist beim Senat in der Summe dann Personalabbau. Hochinteressant. Also wie beim Thema davor, er stellt völlig unterschiedliche Aussagen einfach nebeneinander. Er entscheidet nichts. Er entscheidet einfach nichts. Der eine sagt so, der andere sagt so. Also Herr Henkel ist bei seinem kleinen Parteitag ganz groß, im Senat dann offensichtlich eher klein und setzt nichts durch. Der Finanzsenator sagt,
Haushaltskonsolidierung, auch wenn es Erträge bringt, Personal soll davon nichts abbekommen und kommt mit seinem Kurs auch durch. Sie entscheiden nichts, verbrauchen aber all ihre Kraft dafür, um genau das zu verstecken, um so zu tun, als ob sie handlungsfähig seien. Weil wenn sie diese Entscheidung nicht treffen, ob sie jetzt mit mehr Personal oder mit weniger Personal oder vielleicht warten sie auch auf neues Personal hier im Senat, das kann ja auch sein, aber solange solange sie diese Entscheidung nicht treffen, sind sie natürlich auch nicht handlungsfähig, was die Herstellung von Zukunftsfähigkeit und Erhöhung des Attraktivität des öffentlichen Dienstes betrifft. So, jetzt. Herr Schruffenegger, Ihre Zwischenfrage bitte. Frau Blum, teilen Sie denn meine Auffassung, dass der Senat sein flammendes Interesse für dieses Thema durch die Abwesenheit sowohl des Regierenden, der ist entschuldigt, aber auch des zuständigen Finanzsenators und des zuständigen Innensenators gerade bestens dokumentiert? Herr Schruffenegger, ich muss Sie darauf hinweisen, der zuständige Innensenator ist ebenfalls entschuldigt. Bleibt der Finanzsenator, ja? Also in dieser Frage teile ich die Auffassung, wobei ich auch finde, dass er allerdings inhaltlich ziemlich stark Einfluss nimmt auf die Notwendigkeit, hier umzusteuern. Offensichtlich ist er da doch ansagend unterwegs und nicht so viel problemlösend. Also wie gesagt, der Senat kriegt es nicht hin, stellt es nebeneinander, entscheidet nichts. Ich finde es auch erstaunlich, dass man damit durchkommen kann bei einem so wichtigen Thema, weil die Zukunft des Mangels, die Zukunft des Mangels an Personal hat längst begonnen. Also Jochen Esser hat gestern noch mal die Zahl in den Raum geworfen, gestern Abend im Hauptausschuss, und ich finde, die gehört doch in diese Debatte. Im Gegenwert von 140 Millionen Euro gibt es unbesetzte Stellen im Land Berlin. Das heißt also Stellen, die ausfinanziert sind, die aber gerade nicht besetzt sind. Und wer diskutiert? Aha, also Herr Czaja wird sich kümmern. Und die 75 Stellen, die er für den Bereich Asyl dann ab 2016 beantragt hat und nicht jetzt, die wird er dann sofort einklagen, habe ich jetzt aus Ihrer Reaktion entnommen. Dabei unterstützen wir Sie. Also, nein, allgemeine Aufregung. Ich finde, Sie sollten die Papiere, die Sie im Senat mittragen, vielleicht dann doch mal ein bisschen genauer lesen. Also es trifft jetzt nicht nur auf Herrn Czaja zu, sondern das würde ich mir dann auch von den Parlamentariern und Parlamentarierinnen wünschen. So, also wir sind in einer Situation, wo Mangel schon vorhanden ist. Und ich sage mal ganz klar, nein, ich will mich nicht damit abfinden, dass seit Jahren über 320 Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst schon unbesetzt sind. Ich will mich nicht damit abfinden, was das für Folgerungen hat bei wachsender Stadt, bei Zuwanderung, bei dem Thema Flüchtlinge. Damit, finde ich, muss sich diese Stadt auseinandersetzen. Sie muss, ich weiß auch gar nicht, ob hier im Senat angekommen ist, Herr Czaja, ich glaube, das ist wieder ein Thema für Sie. Wie denn mit diesen vielen freien Stellen, für die Sie ja dann noch keine Verantwortung übernehmen, weil Sie sagen, das ist Bezirksangelegenheit, wie denn zum Beispiel das Impfen trotzdem stattfindet? Dass es da auch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen gibt, die das freiwillig und unentgeltlich übernehmen. Dass ansonsten diese Pflichtaufgabe des Staates gar nicht mehr regelgerecht stattfinden könnte. So. Aber Sie unterschreiben ein Konzept als Senat, wo da steht Personalabbau. Und auch Herr Heilmann, den ich an der Stelle gerne loben möchte, kann es jetzt hier auch nicht, weil er hat ein Personalkonzept für seine Justizverwaltung vorgelegt, wo er wirklich das Problem, dass die jungen Leute sich gar nicht mehr in ausreichender Zahl auf Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst bewerben, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auszuwählen, wer denn in diesen öffentlichen Dienst passt und wer nicht. Er hat sich dieses Konzeptes, er hat sich dieses Themas angenommen. Er hat das Thema wirklich an der Stelle gut durchdekliniert. Mal sehen, ob er durchkommt, weil es passt ja auch nicht zu Personalabbau. Und die Frage ist ja, warum folgt ihm niemand von den Senatskolleginnen und Kollegen? Selbst wenn sie alle beschäftigt, alle Auszubildenden übernehmen würden. Im vergangenen Jahr haben sie von 443 Ausgebildeten, also fertig Ausgebildeten, 75 sofort übernommen und 280 befristet. Also selbst wenn sie alle übernehmen, reicht die Kapazität auch dafür nicht aus. Und bei der Ausbildung, das kann ich Ihnen nicht ersparen, das muss ich auch noch mal vorlesen,
sind Sie auch sehr, sehr innovativ, weil Sie schreiben in dem Papier, eine Ausbildungsoffensive sei nicht notwendig. Einer weiteren Initiative bedarf es aus Sicht des Senates zurzeit nicht, da Personalmarketingmaßnahmen bereits umfassend gestartet wurden. Dann wird Berlin braucht dich und der Girls Day aufgezählt. Also Glückwunsch, als wenn sich nach Rot-Rot an der Stelle nichts verändert hätte und sich die Lage nicht, wie ich gerade auch versucht habe zu schildern, sich deutlich zugespitzt hat. Sie sagen, man muss an der Stelle also nichts machen, man hat schon alles dafür getan und ich glaube, an dem Punkt werden Sie dann also auch nicht weiterkommen. Also beenden Sie diese Auseinandersetzungen, die Sie untereinander führen. Sie müssen das Thema produktiv lösen, weil sonst können Sie zu den vielen Punkten, die man angehen muss, um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu halten und auszubauen, sonst können Sie diese Themen und diese Probleme nicht angehen und Sie können sie nicht lösen. Mit Rivalitäten und mit Nichtentscheidung, ob Sie jetzt Personal abbauen wollen oder ob Sie Personal mehr brauchen, auch durch die wachsende Stadt. Wenn Sie das nicht entscheiden, können Sie das Thema nicht klären. Sie können es nicht zur Chefsache machen. Sie sind nicht entscheidungsfähig. Und am Ende noch ein kleines Beispiel. Nur noch ein kleines Beispiel. Das ist ganz einfach und einfach zu erklären. Wir haben uns 2 Jahre auseinandergesetzt mit der Innenverwaltung darüber, dass es eigentlich faktisch von wenigen Bezirken abgesehen so gut wie keine Leistungsprämien im öffentlichen Dienst gibt, weil die Leute darauf verweisen, dass es ein furchtbares Ungerechtigkeitsproblem ist. Beamte können Leistungsprämien kriegen, Tarifangestellte nicht. Und es macht furchtbar Ärger, wenn man die wirklich hervorragenden Leistungen, die übrigens erbracht werden im öffentlichen Dienst, wenn man sich bei den einen revanchieren kann und bei den anderen nicht. Dann haben Sie 2 Jahre lang bei den Haushaltsberatungen immer erklärt, dass das nicht geht und wo Sie überall nachgefragt haben. Und Sie sind nicht auf die Idee gekommen, mal einen Anruf oder eine Recherche im Land Brandenburg zu machen. Die haben das Problem ganz einfach gelöst. Sie machen einfach außertarifliche Leistungsprämien für Tarifangestellte, nehmen das in starkem Maße in Anspruch, haben das Ungerechtigkeitsproblem gelöst und sind handlungsfähig. Aber das schaffen Sie nicht. Und daraus kann man doch ableiten, Sie wollen das Problem auch nicht lösen. Sie können es nicht entscheiden, Sie wollen es nicht lösen, aber die Stadt hat es verdient, dass Sie es schnell tun.